Können Sie kurz sagen, wer Sie sind? Mein Name ist Dr. Guido Hofmann. Ich bin Arzt, bin Impfarzt, mache das jetzt fast 30 Jahre. Ich kann sicher auf 30.000 Impfungen blicken. Die alten Impfungen, nicht die neuen, die jetzt geplant sind. Die neuen, die jetzt geplant sind, sind sogenannte Genimpfungen. Da wird unser Körper zu einer genetisch verändert, zu einer Virusproduktionsmaschine. Und das ist falsch. Das geht in die Gene hinein, das geht in die DNA hinein und verändert, ohne dass wir wissen, welche Folgen das hat, auch Menschen, muss man sagen. Wurden diese RNA-Impfstoffe bis dato zugelassen? Noch nie. Noch nie. Wie kann es dann sein, dass sie jetzt so schnell plötzlich auf den Markt kommen? Geht nur um Geld, das muss man sagen. Die drücken das durch. Alle Sicherheitskriterien sind außer Kraft gesetzt. Auf EU-Ebene sind alle diese Genregularien auch außer Kraft gesetzt. Sie wollen das schnell durchdrücken. Über 180 Arbeitsgruppen mittlerweile weltweit, bei denen 40-50% in dieser Gentechnik arbeiten. Stimmt es, dass die Europäische Union ein Gesetz verabschiedet hat, dass die Pharmafirmen, die die Impfstoffe produzieren, nicht mehr haften müssen? Es ist geplant. Das ist ganz klar. Das hat auch Drosten gesagt. Wir müssen die Haftung aussetzen, sonst können sie es nicht machen. Wir haben in den USA einen 4 Milliarden Fonds, der genau dafür gemacht wurde. Ich glaube, der wurde schon in den 80er Jahren gemacht, damit die Firmen im Grunde die Impfschäden schon abarbeiten können, finanziell. Es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Impfung zu genetischen Mutationen und damit wir zu wissen Krankheiten es nicht. Führen? Wir wissen es nicht. Es ist nicht bekannt. Es würde Jahre dauern, das festzustellen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Aber schon die Wahrscheinlichkeit langt, das nicht zu tun. Das ist Wahnsinn, was sie da machen. Die NWO hat ja eines der Ziele, und zwar Bevölkerungsreduktion. Ist es möglich, jetzt von Seite des Arztes aus von Ihnen, dass es Menschen gibt, die mit so einer Spritze versuchen, Menschen bewusst krank zu machen? Also das ist spekulativ, also kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass Gates das in Kenia ja gemacht hat mit anderen Impfungen. Er hat dann so ein sogenanntes Schwangerschaftshormon, das Beta-HCG, reingemacht, was unter Umständen auch die Fruchtbarkeit einschränkt. Das weiß ich. Zu anderen kann ich nicht sagen, was da wirklich gebahnt ist. Das ist spekulativ. Also können wir davon ausgehen, dass wir Teil eines riesigen Genexperiments sind? Absolut. Das ist hundertprozentig. Also die Zeiten, ich bin ja kleiner Impfarzt nur, aber ich befinde mich da wirklich mit vielen Experten weltweit in der gleichen Meinung. Wir wissen das auch. Jetzt an Professor Hockert. Viele sagen, das ist ein Wahnsinn, was da kommt. Aber kleiner Impfarzt mit 30.000 Impfungen? Und die alten Impfungen waren quasi keine genetisch verändernden? Nein, das muss anders. Ich bin ein Arzt mit einer einfachen Praxis am Rande der Stadt, sage ich immer. Die alten Impfungen waren ganz anders. Da gab es das Original-Antigen und dann hat man das dem Körper gegeben in einer geschwächten Form. Im Wesentlichen wurde technisch anders aufgearbeitet. Aber es war grundsätzlich immer ein abgeschwächtes Originalvirus und man hat den Körper dazu gebracht, einen sogenannten Antikörper zu bilden. Das war so eine Antigen-Antikörperreaktion. Hat man aber nicht genetisch versucht, den Körper in bestimmten Zellorganellen, Ribosomen zum Beispiel, dazu zu bringen, selbst diese sogenannten Hü-Proteine zu herzustellen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Damit die Zuschauer das verstehen, also wenn man jetzt zum Beispiel krank wird, produziert ja der Körper ein Antigen. Absolut. Antikörper. Und man hat bei den alten Impfungen das Antigen initiiert. Im Grunde den Virus zum Beispiel oder Bakterien oder zum Beispiel auch bestimmte Pilze. Man hat das Original gegeben und der Körper hat dann quasi einen körpereigenen Antikörper gebildet. Antikörperreaktion, ja. Und jetzt gibt man was genau? Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Also man gibt jetzt Teile. Ein Virus besteht ja aus sogenannten Nukleinsäuren. Bei dem Coronavirus sind es etwa 30.000. Und man gibt Teile davon, von diesen sogenannten Nukleinsäuresequenzen, die kann man sehr leicht produzieren in Bioreaktoren. Das ist das Interessante für die Firmen im Übrigen auch. Also in so einem Raum könnte man eine Weltproduktion machen, was früher sehr schwierig war, weil man dann auf Hühnereiern relativ kompliziertes herstellen musste. Man nimmt also jetzt bestimmte Nukleinsäuresequenzen, gibt die dem Körper zu über mehrere
Carrier nennt sich das. Also zum Beispiel haben es die Russen jetzt gemacht mit Viren. Auch eine Genimpfung, ganz klipp und klar. Auch wenn das Fahrzeug quasi ein Virus war. Bei den anderen Arbeitsgruppen sind das sogenannte Nanopartikel, mit denen man versucht, diese Gene, ist wirklich kompliziert, Entschuldigung, aber ich kann es nicht einfacher erklären, weil es nicht einfacher ist. Diese Nanopartikel werden dann in die Zelle eingeschleust und dann in der Zelle wird dann sogenannte Zellorganellen dazu gebracht, die Hüllproteine herzustellen von dem Virus. Und das ist völlig unklar, was dort passiert. Ich kann es nicht einfach erklären. Das heißt, das der ist Körper, Wahnsinn, die Körperzelle wird selbst zum Virusproduzenten? Genau. Unsere Körperzelle wird umprogrammiert, das ist der Genversuch, wenn man das so sagen will. Die Körperzelle wird umprogrammiert, soll umprogrammiert werden. Diese Versuche gibt es seit 20 Jahren. Da gab es im Wesentlichen drei Probleme. Das erste Mal, es gab sogenannte Lungenfibrose, das heißt, es wurde die Lunge verändert. Das heißt, aus dem Lungengewebe ist ein Bindegewebe entstanden, das heißt, die Lunge ist zerstört worden. Es gab Autoimmunerkrankungen und vermutlich auch bei sogenannten Onkogenen, also bei Genen, die im Zusammenhang mit Krebs stehen, werden sie an- oder abgeschirmt. Man weiß das gar nicht. Seit 20 Jahren versuchen sie das, weil das unfassbar interessant ist, finanziell für die Firmen. Das ist aber noch nie gelungen und du hast die Frage eben schon gestellt, es ist auch noch nie zugelassen worden. Es wurde immer abgelehnt. Wie kann das sein, dass jetzt Russland auch eine Genimpfung gemacht hat? Ja? Habe ich das richtig verstanden? Dass Russland hat auch eine gemacht. Auch eine Genimpfung? Auch eine Genimpfung. Ist eine Genimpfung, allerdings der Carrier oder der Transporter war hier ein Virus. Das ist sehr kompliziert, aber man hat letztendlich auch bestimmte Genfragmente in die Zelle eingeschleust. Hier mit dem Virus, in dem anderen Fall mit sogenannten Nanopartikeln. Das ist sehr technisch, das ist im Grunde auch nicht wesentlich, ob das jetzt so oder so eingeschleust wird. Ist auch nicht so wichtig, ob so oder so eingeschleust wird. In jedem Fall werden Genfragmente eingeschleust und unsere Zelle soll umprogrammiert werden. Das ist der Punkt. Und das ist ein Wahnsinn aus meiner Sicht. Da befinde ich mich wirklich in der gleichen Meinung weltführenden Experten. Die sagen das alle. Also zumindest die, die nicht bezahlt sind. Jetzt gibt es ja ganz viele, die sagen, dass es eine reine Verschwörungstheorie ist, dass man mit Impfungen Nanotechnologie verabreichen kann. Können Sie mir als Arzt dazu mal was sagen? Problem dabei ist, dass ich das erstens nicht weiß, aber es ist nicht auszuschließen. Wir wissen vor allem nicht, und das ist der zweite Aspekt, was mit den Impfungen noch verabreicht wird. Und es gab schon Situationen, hat Mr. Gates in Indien mit Polio-Impfungen unbekannte Dinge verabreicht, schwerste Schäden erzeugt bei Hunderttausenden von Kindern. Er hat in Kenia auch Substanzen in den Spritzen drin gehabt, das Beta-HCG. Das ist im Land bekannt gewesen. Es wurde nicht kommuniziert von den Erzbischöfen, soweit ich das recherchiert habe. Wir wissen nicht, was in den Impfungen drin ist. Zu dem Problem. Zu dem Problem, dass wir. Entschuldigung, können wir ganz kurz ein bisschen leise sein? Also zu dem Problem, dass wir also dort Gensequenzen in den Körper bringen, wissen wir nicht, was noch zusätzlich da angebracht wird. Mit der Spritze ist ja Tür und Tor geöffnet für alle anderen Substanzen. Wir wissen es, ich will da nicht spekulieren, aber ich weiß es nicht. Aber potenziell ist es möglich und es ist schon passiert. Es ist in Kenia schon passiert, nachweislich. Können Sie mir ganz kurz mal den PCR-Test erklären? Was wird da getestet? Der PCR-Test ist ein Test, bei dem sogenannte Nukleinsäuren gemessen werden. DNA oder RNA, also unsere Gensubstanz, besteht aus Nukleinsäuren. Das sind kleine Abschnitte, das sind quasi wie Zahlencodes oder wie Kettenglieder. Die werden gemessen. Die werden durch diese sogenannte Polymerase-Kettenreaktion amplifiziert, nennt sich das, also millionenfach verstärkt und dann mit bestimmten labortechnischen Verfahren messbar gemacht.
Das war vorher nicht möglich, weil diese Gensequenzen so wenig waren, dass man die nicht detektieren konnte, dass man die nicht feststellen konnte. Der PCR-Test wurde 1983 entwickelt von einem Herrn Perry Mullis und er hat dafür einen Chemie-Nobelpreis bekommen, 1993. Was er aber klar gesagt hat, damit ist keine klinische Diagnose möglich. Also wenn der PCR-Test positiv ist, wenn reine Elemente eines Virus gemessen werden, kann man nicht sagen, dass dieser Virus jetzt irgendeine Erkrankung hergestellt hat. Weder eine Infektion, noch ein Symptom, noch eine Erkrankung, noch eine Krankheit, noch ein Tod. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich habe das schon häufiger erklärt. Das ist ungefähr so, als ob ich einen Autospiegel fotografiere und dann aber diesen Autospiegel fotografiert habe, aber behaupte, mit diesem Fahrzeug ist jemand mit 180 gegen die Wand gefahren und da gab es 4 Tote. Das ist nicht möglich. Also es werden nur Nukleinsäuresequenzen gemessen und noch nicht mal spezifisch auf Covid-19, sondern einfach von den Coronaviren, die wir schon seit 60 Jahren kennen. Wir haben eine Durchseuchung von 15% mit Coronaviren. Es werden einfach Gensequenzen, Abschnitte, Kettenabschnitte von diesen Coronaviren gemessen. Und wir wissen noch nicht mal, ob das Covid-19 ist. Und was sie jetzt machen, das ist die Schweinerei dabei, sie haben die Testzahlen hochgefahren auf über 1 Million pro Woche und wir haben eine sogenannte Fehlerquote, Spezifität und Sensitivität von 99%. Das heißt, wir haben eine Fehlerquote im besten Falle mit sogenannten Ringversuchen von 1,4%. Und wenn man von der Million 1,4% nimmt, haben wir 14.000 Fehler drin. Und das sind die Zahlen, die auch die Politik, ich nenne jetzt keine Namen, präsentiert. Wir haben 14.000 positive Fälle. Das ist im Bereich der Fehlerquote. Und das sind einfach positive Tests. Und das nennen Sie Fall. Das nennen Sie Fall. Und Fall ist, das ist ungefähr so, ich sage mal, als ob ich mit jemandem Espresso trinken gegangen bin und nicht schwanger geworden. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und das ist genau die Schweinerei, die da läuft. Und deswegen sitze ich auch hier. Sie lügen. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Im Bereich der Fehlerquote, das nennen Sie Fall. Und das ist natürlich schwierig zu verstehen, weil das, was ich jetzt erkläre, sind so komplexe Sachzusammenhänge, das verstehen teilweise nicht mal Ärzte, muss ich leider sagen. Was machen Sie mit Ihren Patienten, wenn die Politik eine Zwangsimpfung vorschreibt, beziehungsweise einen indirekten Impfzwang, indem man jetzt zum Beispiel sagt, man kann nur noch ins Stadion rein zum Fußball gucken, wenn man den Impfpass hat, also zum Theater? Ich werde nie, es geht gar nicht. Wer das weiß, was dahinter steckt, der weiß, dass das Menschenversuche sind, genetische Menschenversuche. Und das tut, kann ich sagen, werde ich das niemals tun können, so wahr ich hier sitze. Das wird nicht passieren, weil ich bin nur 2 Dingen verpflichtet. Das ist der Sicherheit meiner Patienten und mein Gewissen. Und weder mein Gewissen noch die Sicherheit meiner Patienten werde ich aufs Spiel setzen. Ich kann das vielleicht so formulieren, ja. Das geht nicht, weil es macht keinen Sinn. Sie sind noch nie zugelassen. Und ich befinde mich damit wirklich mit der gleichen weltführenden Experten. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Und ich habe viel gelesen in den letzten Monaten, 1500 Stunden neben meiner normalen Praxistätigkeit, habe ich mit beschäftigt. Es ist Wahnsinn, was sie da machen. Mehr möchte ich dazu, also es ist unfassbar. Ich werde es niemals tun, ich werde mich auch niemals selbst impfen lassen. Weil natürlich werden sie als allererstes versuchen, bei uns Ärzten das als Grundvoraussetzung für unsere Berufstätigkeit zu machen. Da bin ich bescheuert. Das wird niemals passieren. So war ich hier jetzt. Es werde mich niemand mit diesen Impfungen. Ich bin durchgeimpft. Ich habe kein Problem mit Hepatitis-Impfung. Ich habe kein Problem mit den. Ich habe in Südamerika gelebt. Gelbfieber-Impfung. Gibt sehr viele Impfungen. Ich überhaupt kein Problem. Mache ich auch. Tetanus, sogar Masern, Mumps, Röteln. Das habe ich relativ häufig schon gemacht. Aber die neuen Genimpfungen. Es kann sein, dass sie vielleicht in 20 Jahren etwas gefunden haben, was sicher ist. Aber bis dahin. Gar nicht, es ist nicht 100% sicher. Ich möchte das nochmal ganz kurz verdeutlichen, weil es wird ja immer gesagt, wir seien Impfgegner. Überhaupt nicht. Sie sind ja ein Impfgegner mit 30.000 geimpften Patienten, richtig? Überhaupt null. Ich bin null Impfgegner. Ich möchte nochmal, dass wir das vielleicht ganz deutlich machen. Sehr es gerne. Gibt Unterschiede in Impfung. Es gibt Impfungen, die sind klassisch. Und jetzt gibt es eine neue Form der Impfung. Genau. Und das ist eine genverändernde Impfung. Das heißt, es ist gar nicht mehr das, was Menschen von ihrer Kindheit als Impfung kennen. Es sehr ist ein wichtig, Genexperiment. Sehr wichtig zu verstehen, das ist die Wahrheit. Und Sie haben 180 Arbeitsgruppen, die nennen das mRNA-Impfungen oder DNA-Impfungen. Und das sind Genfragmente, die dort gegeben werden, eindeutig. Bei den Alten, ich sage das nochmal, bei den Alten war das so, dass wir ein richtiges Virus gegeben haben. Einfach das Virus oder ein Bakterium.
haben wir gegeben, Teile davon, die waren attentuiert, nennt sich das, oder geschwächt, damit es nicht das volle Virus bekommt. Und dann haben wir dem Körper das Original gegeben und der Körper hat original Antikörper gebildet. Das ist was ganz anderes. Jetzt, ich wiederhole das nochmal, geben wir dem Körper quasi Genfragmente aus dem Virus und bringen den Körper dazu, dass er selber quasi Viruspartikel oder Virusfragmente herstellt, die sogenannten Hüllproteine, diese Noppen, soll er jetzt herstellen in den sogenannten Ribosomen. Das klingt bestechend von der Idee und die Impfungen auf die Alten sind von der Idee her bestechend, dass wir uns nicht missverstehen. Wir gewöhnen den Körper an etwas, damit er das aushält, wenn es mal wirklich relevant wird. Aber die Neuen sind in der Wirkung überhaupt nicht abschätzbar. Und ich wiederhole das zum x-ten Mal, ich befinde mich damit mit weltführenden Experten in der gleichen Meinung. Also würde ich das hier nicht so offen sagen. Es ist ein Wahnsinn, was da passiert. Was können Sie Ihren Kollegen empfehlen, die noch nicht so ganz wissen, die vielleicht jetzt nicht im also was ich den Kollegen empfehle, ist lesen, lesen, lesen. Das ist eindeutig. Das ist Wahnsinn, was ich da habe. Ist es also verantwortungslos, Menschen damit zu impfen? Ja, aus meiner Sicht absolut. Im Moment, zum jetzigen Stadium, definitiv. Es gab eine Arbeitsgruppe in Oxford, AstraZeneca hat es gemacht, Oxford Vaccination Group, die aber nichts mit der Universität zu tun hat. Die haben jetzt schon Versuche gehabt, haben sie gemacht und die haben als Nebenwirkung sogenannte Leukozytosen schon gehabt. Das heißt, die haben die Immunsysteme so runtergefahren. Das sind also weiße Blutkörperchen, die normalerweise für die Immunabwehr zuständig sind. Die sind komplett runtergefahren. Komplett runtergefahren. Ziehen sie im Moment durch, das läuft weiter. Das heißt, die wollen die Immunlage stärken, haben sie aber gesenkt, weil sie natürlich enorme Reaktionen hergestellt haben. Das läuft ganz entspannt weiter. Es ist, schauen wir mal, es ist im Moment in dem Stadium und sie machen jetzt ein sogenanntes Telescoping, nennen sich das. Das heißt, all die Sicherheitsstrukturen, die sie vorher haben, die werden jetzt zusammengefügt. Das wird innerhalb von Wochen gemacht. Ja, mehr weiß ich davon nicht, weil das wird natürlich auch nicht so offen kommuniziert, aber es ist... Ich lege Ihnen eine Waffe auf den Tisch und daneben würde ich Ihnen eine RNA-Impfung naja, auf ist den jetzt Tisch ein legen. Hartes und, was, Bild. Und was würden Sie bevorzugen? Das vergleicht halt gesagt. Das ist mir too much. Das ist Adelaide, Mann, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das sage ich jetzt nichts dazu. Also. Würden Sie sich lieber impfen lassen? Diesen Vergleich lasse ich nicht zu. Das ist jetzt. Wenn man Sie mit dem Militär zwingt, was machen Sie? Das ist jetzt verbale Nötigung, das lasse ich nicht zu. Wenn man Sie mit dem Militär zwingen würde, was würden Sie machen? Nein, das sage ich jetzt nicht. Also das sind jetzt zu harte Bilder. Die generiere ich jetzt nicht. Aber die Bundeswehr kann ja im Inneren im Pandemie-Notstand eingesetzt werden, wie zum Beispiel in Melbourne oder Neuseeland. Ich habe schon viele Vorträge gehalten und ich frage mich, was macht ihr denn, wenn ihr nur diese Stäbchen in den Mund bekommt? Und da gibt es ein Wort, das heißt vier Buchstaben. Hat vier Buchstaben. Ich sage nein. Mehr kann man nicht tun, also ich werde jetzt nicht, zu mehr kann ich mehr. Ich sage nein, es wird nicht passieren, niemals mit meinem Willen. Das ist jetzt wirklich spekulativ. Das ist eine klare Ansage. Das mag ich aber. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, das geht nicht. Also dann müssten, das will ich jetzt. Es müssten mehr Ärzte wie Sie aufstehen. Das ist jetzt Adelaide. Es müssen mehr Ärzte mit Know-how wie Sie aufstehen. Nein, das ist auch, ich habe auch keine Agenda. Ich habe überhaupt kein Ziel. Ich habe nur ein Herz. Ich habe Mut, ich habe ein bisschen Wut, ich habe Herz und ich habe Verstand. Und wer das nur liest, was dort gemacht wird, brauchen wir nur lesen, da kann ich ganz entspannt sein. Ich bin Buddhist, ich bin ganz entspannt, ich bin nicht aggressiv grundsätzlich. Nur was da geplant ist, ist ein Wahnsinn. Die wollen Genversuche. Bei jeder Sojabohne, bei allem machen wir alle möglichen Regularien. Jetzt haben sie auf europäischer Ebene die Regularien für diese Genimpfungen abgeschaltet, mehr oder weniger. Ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben, aber das geht jetzt einmal so durchgeprügelt. Und die Impfdosen sind ja auch schon bestellt, 300 Millionen für die Impfdosen. Ja, die haben das natürlich. Ja, der Punkt ist natürlich der, das ist so einfach zu produzieren, dass die das ist relativ günstig zu produzieren. Bioreaktor ist ja natürlich, das können sie einfach mal, zur Not werfen sie das weg, das ist für die finanziell kein großer Schaden. Ich sage, bei den alten Impfungen wurden auch Hühnereimuskeln produziert, sehr aufwendig in ganzen Hallen. Das ist wesentlich teurer zu produzieren, das hätten sie vielleicht nicht gemacht, aber 400 Millionen machen die, weil die im Grunde mit solchen Genscheren arbeiten, da können sie was, das ist wie so Kettenglieder zusammensetzen, das ist wohl biologisch oder
gentechnisch recht einfach. Insofern können Sie das vorproduzieren, wenn es nicht funktioniert, entsorgen Sie es. Die wollen natürlich möglichst schnell am Markt sein, weil es natürlich big Business ist. Ich habe kein Problem mit big Business. Das können alle von mir aus machen. Nur, auf wessen Rücken das hier gemacht wird. Und am Ende bin ich Arzt und am Ende ist es so, ich bin nur den Menschen verpflichtet und sonst nichts. Und wer das als Arzt nicht ist, der ist kein Arzt, der hat vielleicht Medizin studiert. Das ist mir wichtig. Vielen Dank. Gerne.